Hi, mein Name ist Carsten Kotzte. Ich leite die Schule für Physiotherapie und das Institut für Physiotherapie in der Stiftung EVK Düsseldorf. Ich bin 34 Jahre alt und ich habe meine Ausbildung zum Physiotherapeuten in Potsdam abgeschlossen. Danach habe ich noch 2 Studiengänge in Gesundheits- und Erziehungswissenschaften absolviert und in verschiedenen Praxen und Kliniken in Deutschland und in Österreich gearbeitet. Parallel zu dieser Arbeit habe ich auch angefangen, schon an verschiedenen Physiotherapieschulen zu unterrichten. Ich habe vorher immer in 2 Jobs parallel gearbeitet, also sowohl als Therapeut als auch als Pädagoge. Und hier im EVK habe ich jetzt einfach die Möglichkeit, beide Stellen miteinander zu verbinden. Mit dem Team der Physiotherapie behandeln wir Patienten stationär im EVK. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass Patienten bei uns im Institut ambulant behandelt werden. Und es finden auch Anleitungen unserer Auszubildenden statt. In der Physiotherapieschule unterrichte ich die Auszubildenden in verschiedenen Fächern und bereite sie damit auf die praktischen Einsätze und auf ihr Berufsleben vor. Für das Institut nehme ich mir vor, dass wir den Direktzugang für die Physiotherapie stärken. Das bedeutet, dass man auch ohne vorher zum Arzt zu gehen, zu uns kommen kann und wir zumindest auf dem Bereich der Physiotherapie auch Verordnungen ausstellen können und eben darüber auch direkt die Behandlung für die Patienten durchführen. Meine Ziele für die Physiotherapieschule sind der verstärkte Einsatz von digitalen Medien im Unterricht, dann die Einführung einer Lernmanagement-Plattform und auch die Einbeziehung von mehr Distanz- und Online-Unterricht in die Ausbildung.